Was geht ab, meine Seefighter, außer dir? Und wir haben nun die V-Jump-Scans zu den gestrigen Informationen und Details zu dem 215 Millionen Celebration. Sind alle gleich geblieben, heißt, wenn ihr die folgenden Details wollt, dann schaut auf jeden Fall das Video von gestern. Aber ansonsten gehen wir natürlich durch und schauen uns die V-Jump-Scans an. Denn wie wir bereits wussten, bekommt ihr, das wird ja noch alles stattfinden, ist noch nicht online, aber es wird quasi wieder einen Wettbewerb geben, JP vs. Global, während der Celebration. Und der Gewinner bekommt diesen Strength Super Saiyan Goku, wie ihr seht, und der Verlierer physisch Final Form Freezer. Und ja, ich find's geil, Freezer sieht wirklich aus wie ein Verlierer, das sollte auch so sein. Und Goku sieht ja an der Stelle aus hier wie ein Gewinner. An der Stelle so viel dazu, ist alles gleich geblieben, wie gesagt, Wettbewerb, was man machen muss, etc. Schaut ihr am besten im anderen Video detailreich ein. Ich wollte euch trotzdem noch die V-Jump-Scans zeigen, wie das Ganze denn aussieht, wo das Ganze denn steht. Hier haben wir das mit den Tickets, 250 Millionen Download-Ticket. Das Ganze wird ja quasi im Zeitraum berechnet vom 22. Juli 2017 bis 21. August 2018 wird berechnet, je 50 Dragonstones, die ihr persönlich, individuell, jeder alleine in seinem Account ausgegeben hat, sind ein Ticket. 50 Dragonstones gleich ein Ticket und das Ganze wird quasi berechnet, wie gesagt, vom 22. Juli 2017 bis zum 21. August 2018. Ich denke, danach wird man quasi ein bisschen Zeit brauchen, um das alles zu kalkulieren, zu berechnen. Und da die Celebration selbst, die 250 Millionen Download Celebration selbst, sollte dann eventuell in der Woche danach ungefähr irgendwann stattfinden. So Ende August, Anfang September, schätze ich mal ein. Oder am 28. nachdem alle aktuellen Celebration offline gehen. Bei beiden Versionen, denn die Celebration, das Millionen Download Celebration, sorry, die ist auf beiden Versionen vertreten. Global und JP natürlich. Dann haben wir, wie gesagt, hier ein Piccolo, haben wir bereits uns gestern auch angesehen. Wir bekommen ein Free-to-Play-Piccolo, mindestens einen aus dem Login-Boni. Und weitere werden wir entweder erfahren können oder bekommt alle 5 aus dem Login-Boni, wie wir das bereits hatten mit so Free-to-Play-Charakteren. Das Besondere an ihm ist, man kann ihn nicht nur erwecken, Theo erwecken, sondern man kann ihn auch Extreme Z awaken. Diese Information hatten wir gestern nicht, das geht hier aus diesen Übersetzungen heraus. Natürlich schauen an jeden, der beteiligt waren, die Übersetzungen hier, die das Ganze hier uns geliefert haben. Nämlich an der Stelle ist es unser Boy Radioactive Counter von aus Reddit. Ich hatte Links in der Beschreibung gesetzt, könnt ihr euch gerne mal nachlesen an der Stelle. Und auf den Piccolo freue ich mich auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass er so ähnlich wird wie Extreme Z Gohan. Also wirklich ähnlich, nicht 1 zu 1, was meine ich mit ähnlich? Zwecks Extreme Z Awakening natürlich, kommt auf 140. Leader Skill, eventuell wird der Namekian Leader Skill. Leader, ist besser gesagt, weil es gibt keinen guten Namekian-Leader, aber es gibt auch nicht so viele Namekian-Charaktere, gucken wir mal, aber die Sache ist ja mit ihm, er wird ja sich transformieren können durch eine Transformationsmechanik, nämlich in der er sich dann quasi mit Nail fusioniert, transformiert er sich ähnlich wie Ui Goku, die Transformationsmechanik, über die spreche ich, und dann bin ich echt gespannt, was er drauf haben wird, und nur weil er sich mit Nail fusioniert, da kam gestern die Frage auf, heißt das nicht, dass er dann Fusionscharakter ist oder ein Fusionsleader? Nein, Freunde, nein. Fusion-Kategorie sind Tanzfusionen. Tanzfusionen kennt ihr, Gotex etc. Und Potara sind Potara-Fusionen. Der ist was ganz anderes. Auch wenn er wird sich durch die Transformation mit Nail fusionieren, aber es ist nochmal eine ganz andere Art. Und ob er eventuell, die Frage kam halt auf, ob er eventuell quasi ein Leader sein könnte von Fusionen, so solche Fusionen oder Fusionen allgemein. Glaube ich ja nicht. Da werden sie den Ball auf jeden Fall flach halten, denke ich mal. Er ist ein Free-to-Play-Unit, er wird auf jeden Fall gut sein, hoffe ich. By the way, ich sehe das mit dem Sieg dran. Wird auf jeden Fall nice sein, unser Dude Piccolo. Und ich hoffe natürlich auf einen soliden Leader-Skill. Aber so guten Leader-Skill können wir nicht erwarten, so 100 oder 120%. Sondern ich denke, das wird so ähnlich, das meinte ich mit Extreme Saiyan Gohan, ähnlich wie der. Der gibt ja zum Beispiel Planet Namek-Charakteren Ki plus 3, 77% und noch einen Strength-Boost. Und das meine ich mit den Key plus 3, 70%. Sowas könnte ich mir vorstellen für einen Free-to-Play-Charakter, so wie er es ist. So, jetzt. Haben wir uns auch noch gut versprochen am Morgen oder Mittag, whatever. Ansonsten, wer ist eigentlich zu den ganzen Scans? Wie gesagt, wir haben sie jetzt nur visuell bekommen. Die Informationen sind alle gleich. Falls ihr die Details informativ, detailreich haben wollt, kompakt bzw. allgemein, expanded im Video, der Link ist in der Beschreibung im gestrigen Video. Ansonsten haben wir noch ganz kurz hier zu Dragon Ball Legends News, nämlich wir haben ein Incoming Sparking Cell und noch einen weiteren Goku, Super Saiyan Goku, der hier eine Warp-Kamera machen kann, Instant Transmission-Kamera an der Stelle. Dieser Dude, wir können nicht mehr herauslesen, diese werden kommen am September. Im September werden die erscheinen, sowohl Sparking Cell als auch Sparking Goku. Und die Sache mit Sparking Goku ist, was wir wissen, er ist ein Fernangriffstyp, also Blast-Angriff, und er ist ein Strike-Angriffstyp, also Nahkampf, sag ich mal, beziehungsweise Schlagangriffstyp. Was aber hier quasi noch steht, ist, dass, also hier unten steht dran, aus den Übersetzungen, dass diese C19 und C17 diesen Sparking Cell unterstützen, also supporten.
Wisst ihr, was für mich heißt? Okay, Logo, natürlich. Dieser C19, der supportet durch seine Z-Ability Cyborgs. Na klar, Cell ist ein Cyborg, dazu wird er gehören. Das Komische ist, bisher nicht Komische, sondern das, was mich ein bisschen schutzig macht, ist C17. Seine Z-Fähigkeit supportet lila Charaktere. Dann muss eigentlich dieser Cell ein lila Charakter sein, Sparking Cell. By the way, oh mein Gott, sie haben hinten im Hintergrund die Szene aus dem TV, aus dem LSL auch, ja, der neulich auf Dokkan kam. Alter, ich finde die Szene brutal, wie der einfach im Fernseher war, da stand und angekündigt hat, jetzt sind die Cell Games. Anyway, Freunde, so viel dazu, wie gesagt, was haltet ihr davon? Wird der eventuell lila Typ? Könnte echt sein, halt wegen dem, was hier dran steht, dass er die supportet, müsst ihr eben abwarten, was mit den Dudes passieren wird. Die beiden kommen wie gesagt, September zu Dragon Ball Legends. Ansonsten haben wir, wie gesagt, die 4 Jump Scans von unseren Boys hier dann visuell gesehen. Alle Informationen sind gleich geblieben. Wenn ihr alle informativ haben wollt, quasi detailreicher im gestrigen Video. Ansonsten wollte ich das natürlich noch nicht vorenthalten. Das Wichtige für mich hier auf jeden Fall, dass dieser Piccolo, der Free-to-Play-Piccolo, ein Extreme Z-Awakening bekommen wird. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ansonsten selbst auf das 240 Millionen Download-Banner, dann das ist echt Hype. Sogar fast mehr Hype als im Jubiläum, denn so ein 200 Millionen Banner Event Celebration, das hat auf jeden Fall in sich, meine Freunde. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel 20 für die Aufklärung. Ich habe auch gestern viele Fragen bekommen, zwecks Stones. Wir haben letztes Jahr bei der 200 Millionen Celebration jeden Tag 20 Stones bekommen. Aber, jetzt sagt ihr, was, 20 Stones? Nee, nicht ganz. Es gab nämlich einen Pot. Es gab einen Pot, einen Topf. Da war eine bestimmte Anzahl an Dragon Stones zur Verfügung gestellt für alle Spieler. Und zwar, sagen wir mal, das waren 200 Millionen Stones. Wenn diese aufgebraucht waren, nach einem bestimmten Zeitraum, während der ganzen Celebration, dann war Schluss. Dann hat man nicht mehr 20 Dragon Stones pro Tag bekommen. Die musste man sich daily holen oder aus speziellen Missionen. Dann war Stopp. Heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass eventuell 25 Stones pro Tag bekommen. Aber dann wird natürlich wieder so ein Topf sein. Und genau, diese werden wir dann, wenn wir die verbraucht haben, dann ist es weg. Gilt für alle Spieler. Global JP, dann ist das Ganze weg. Trotzdem geil auf jeden Fall, dass... Hielt leider nur eine Woche oder so wegen den Rerollern, aber was soll's, muss man hinnehmen. Und noch eine Frage, die mir gerade einfällt, die ich im Stream häufig gestellt wurde, ist, nein, dieser Freezer oder dieser Goku hat nichts zu tun mit dem LR Goku Freezer, der kommen wird, das wird wahrscheinlich der aus Dragon Ball Super sein, oder haben auch nichts zu tun mit dem Dual Dokkan Fest, was noch kommen wird, das wird einfach nur eine Preiskarte sein, Goku wird Gewinner sein, Freezer Verlierer, und natürlich im V-Jump selbst wird nichts geleakt zu dem neuen großen Dual Dokkan Fest oder ein LR, das kommt, das war in V-Jump noch nie so, war letztes Jahr auch nicht so, da werden quasi nur so sneaky Charaktere geleakt, was zunächst kommt, zum Beispiel Thales oder Future Gohan damals, heißt, wir werden auf jeden Fall noch viele Informationen bekommen, die Tage, die Wochen, halt auf jeden Fall ein Auge frei, Auge offen, ich werde euch so schnell wie möglich es euch alles wissen lassen, wenn neue Sachen reinkommen. Bis dann, wünsche ich euch hier eine schöne Zeit, Freunde. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.